Zwei mögliche Routen ins Haus markiert. Balkon und Seiteneingang. Ich sende sie auf dein Opfer. Mist, wir haben ein Problem. Stromausfall, check den Keller. Bewegung. Sam, wir haben ein Problem. Das SMI hat einen Transporter markiert, der mehrmals an Luris Anwesen vorbeigefahren ist. Auf Militärfrequenzen ist Fahrweg zu hören. Behalt ihn im Auge. Grim, ein vorgefertigter Panikraum? Ja, aus einer widerstandsfähigen Titanlegierung. Auf deinem Sichtgerät gut zu sehen. Sam, ich habe die Blaupausen überprüft. Nuri hat Laser installiert, die bei Unterbrechung Alarm auslösen. Wenn ich Geld brauche, überfalle ich eine Bank. Amerikaner? Die schicken nicht die Iraner? Was sollten die von dir wollen? Ich glaube, wir haben ein wichtigeres Problem. Sam, im Transporter war eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jeder Mann hat seinen Preis. Ich will Informationen. Majid, Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nichts sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Nuri, los! Ich sehe sie. Ich werde hier warten. Sie sind hier. Ruhe bewahren. Bewegung! Wo ist der Tunnel, Nuri? Ganz nah!
Wir sind fast am Eingang. Grim, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Nuris Privatanlegestelle. Ich kann wieder aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein, wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Wenn du hier raus willst, dann erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht er die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Gehen wir. Nicht so schnell. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Keine gute Idee. Die Kurzbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon. Verstärkung der Kurzbrigaden ein. Du musst da weg, Sam. Sam, den nähert sich ein gegnerisches Fahrzeug. Schnell zum Dock. Bestätigt. Da bleiben. Wie du meinst. Sam, hier nähert sich ein Angriffstrupp der Kurzbrigaden. Bestätigt. Wolltest du ohne mich abhauen? Das war der Plan. Wie sich jetzt zeigt, kein besonders guter. Ich will Namen. Hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Grim, ich schicke dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Sam, du musst da weg. Die sind nicht mehr weit weg. Ja, hast recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist okay. Weg da! Sieht aus, als sei die Überweisung da. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern.
Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert er auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir ihn mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich, halt's mal. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern.